Und mit dem richtigen Kratzbaum hätten auch die nächsten beiden Notfälle, die wir hier haben, richtig, richtig Spaß. Und zwar Flöchen und Motte, zwei reinrassige Maine Coon Katzen. Obwohl Flöchen, das ist die mit dem roten Geschirr, die ist 4 Jahre alt, eine Katzendame. Und dann haben wir hier einmal Motte, der ist 5 Jahre alt, ein richtig schöner Kater. Die beiden sollen auf jeden Fall zusammen vermittelt werden, weil sie auch immer zusammen gelebt haben. Ihre Besitzerin ist leider erkrankt und die beiden kamen zum Tierschutzverein Katzenfreiheit, die momentan auch sehr, sehr viele langhaarige Katzen haben. Die beiden sind es einfach gewohnt, immer ganz nah bei ihren Menschen zu sein und können diese Zuwendung natürlich jetzt auch nicht bekommen. Und deswegen leiden sie natürlich auch auf ihrer Pflegestelle, weil da auch noch viele andere mit sind. Die beiden sind sich eigentlich selbst genug. Die brauchen keine anderen Katzenkumpels, sind auch mit Wohnungshaltung, gesicherten Balkon absolut zufrieden. Die sind geimpft, gechippt, kastriert und wunderschön. Das Tolle an den beiden ist, wenn Sie jetzt sagen, oh, aber wir haben einen Hund, aber der findet Katzen eigentlich super, das ist bei den beiden kein Problem. Die sind es nämlich gewohnt, auch mit einem Hund zusammenzuleben. Also wenn der Hund katzenverträglich ist, die beiden sind auf jeden Fall hundeverträglich. Ja, habe ich gesagt, auf jeden Fall. Dann müssen Sie einfach nur schauen bei Flöchen. Die ist momentan den Lebensmitteln so ein bisschen zugetan, also da dem Wimpernklimpern auf jeden Fall etwas widerstehen. Ich drücke euch die Daumen, dass das klappt, ihr zwei Wunderhübschen.